Letztes Jahr und hat sich mit seiner Familie hier akribisch vorbereitet, mit seinem Mitarbeiterstab und da habe ich gesagt, das gibt es ja gar nicht sowas.
alles das, was Sie in Form von Zetteln, von Logbüchern und Programm haben, hat ein Mann und seiner Familie umgesetzt und vorbei. Ich habe noch nie eine solche Kreuzfahrt erlebt wie diese. So liebevoll, akribisch zusammengesetzt. Ich hoffe, Sie haben das bemerkt. So. Und das Schöne an dem Programm ist, es ist keine Schule. Ich habe gelernt am Anfang, man kann daran teilhaben, aber man muss nicht. Das wäre eine Schule für mich gewesen. So einen Pastor hatte ich damals nicht. So. Und nun weiter im Text. Es war für mich, als sie in Bremerhaven an Bord kamen, für mich irre. Weil ich habe das nur beobachtet, so aus dem stillen Nock-Bereich. Die lachten alle, liefen hier rum wie Ameisen über das Schiff, jung und alt. Ich sage, mein Gott, was sind das denn für Krabbeltiere? Aber die Kombination in allem hier hat mir sehr gut getan. Und vielleicht trifft man sich ja noch mal auf den Weltmeeren. Die Kirche auf See. Heute Morgen noch Kirche, jetzt Partyraum. Nicht schlecht. Machen Sie weiter so. Vielen Dank, Familie Zahn. Hat mich sehr gefreut. Claudia Berft, ich komme aus Nürnberg, Großraum Fürth. Ja, ich freue mich jetzt zu Hause, auf mich wartet mein Sohn, aber es war eine unglaubliche Reise und die alles übertroffen hat, was wir uns vorgestellt haben. Wir haben Kreuzfahrt erwartet und es war unglaublich, was da kam für Körper, Geist und Seele. Ich heiße Christian Nikolaus und komme aus Frankfurt an der Oder, aber eigentlich stamme ich aus Dresden. Aus der Nähe von Dresden. Ja, und das ist die erste große Reise meines Lebens, weil ich mir das vorher finanziell nicht leisten konnte. Und ich habe aber jetzt von meiner Versicherung ein bisschen Geld bekommen. Und die Reise zum Nordkap habe ich mir schon vor 10 Jahren gewünscht. Und das war wirklich so wunderbar, dass ich, Herr Gebhardt, der hat mal in der Andacht gesagt, wir sollen erst unsere Schale füllen und dann was abgeben. Und jetzt läuft sie über und ich weiß gar nicht mehr, was ich vor Freude sagen soll. Und ja, und ich bin traurig, dass die Reise zu Ende geht. Ja, ich bin der Ostfriese hier in der Runde. Mein Name ist Eberhard Lübkes aus Westuferledingen. Und bin sehr froh, dass ich diese Reise mitgemacht habe. So richtig große Erwartungen hatte ich gar nicht. Ich habe gedacht, schau's mal, wie das läuft auf so einer Kreuzfahrt mit nicht einem ganz so großen Kreuzfahrtschiff, wenn man die heutigen Kreuzfahrtschiffe sieht. Aber gerade die christliche Gemeinschaft auch und diese unbeschreibliche Natur, das hat mich schwer beeindruckt. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich mitfahren durfte. Dankeschön. Fleischhut, ja, wir sind nun wieder heil in Bremerhaven angekommen. Es war eine sehr schöne Reise, vor allen Dingen die Gemeinschaft zusammen, verbunden in einem Geist. Es war meine erste Reise, aber ich denke, es war nicht die letzte. Alles Gute!